Willkommen zurück. Wir gucken mal jetzt wieder in die Gabenpunkte. Bringt mir eigentlich nicht viel, weil wir kaum Schild benutzen, ey. Wir sind kein Krieger. Steht das vielleicht... Müsste ich eigentlich mehr Gesundheit jetzt kriegen, ne? 4-1-53. Passiert nichts. Nervt mich. Hallo. Okay, ich gehe schon. Ich weiß nicht, was uns das tatsächlich bringt, die Kristalle kaputt zu machen. Warum geht das überhaupt? Und wo soll der letzte Gegner sein, ey? Das nervt doch. Upsala. Den wollte ich eigentlich gar nicht zerstören. Lieber mal heilen, bevor das gleich wieder passiert. Ach, da ist der letzte. Okay, dann zurück ins Dorf. Die Gesundheit bleibt so. Was ist das für eine Scheiße? Nervt. Was ist, wenn ich hier irgendwie mehr... Mal gucken, ob wir... Achso, da komme ich gar nicht hin momentan. Das Blut, das ich verfolgt, ehrt den Gottes Donner. Da kriege ich mehr Gesundheit, okay. Das heißt, je nachdem, wie wir am Anfang ausgewählt haben, oder was? Aber warum kann ich denn hier überhaupt Punkte verteilen? Das macht doch keinen Sinn, ey. Blut zu Ehren des Donnergottes. So. Blitzresistenz. Das ist eigentlich auch interessant. Blut für Tor. Das Blut, das ich vergoss, ehrt den Gott des Donners. Blut zu Ehren des Donnergottes. Das Blut, das ich vergoss, ehrt den Gott des Donners. Blut zu Ehren des Donnergottes. Das finde ich interessant. Oh, was? Ich brauche da ein höheres Level, okay. Blut für Tor. Das Blut, das ich vergoss, ehrt den Gott des Donners. So, haben wir erstmal genug vergeben. Erstmal wieder verkaufen. Das kann weg. Was kann ich für euch tun?
Ach, wir sind jetzt aufgestiegen. 600. Okay, weg, weg, weg. 57. Okay, ich muss noch was verkaufen. Braucht ihr einen neuen Talisman? Obwohl, das geht eigentlich. Zack. Nicht lange mit dem Kram hier aufhalten. Weitermachen. So. Ups. Ja, Gewichte hatten wir gemacht. Gut. Versteckspiel. Plamedes zufolge weilt der Erzdruide Myrtin tief in den Schatten des Skierwaldes, aber ihn zu durchqueren, um ihn zu stellen, wird kein leichtes sein. Es scheint nicht einmal sicher, dass uns der sehr behilflich sein wird. Um die giftigen Sporen des Waldes machen diese Reise und die giftigen Sporen des Waldes machen diese Reise zu einem gewagten Unterfangen. Wie viele Winter sind verstrichen, seit Myrtin mich die Wege der Seherin lehrte? Ich kann mich nicht entsinnen. Aber den Skirwald, den werde ich nie vergessen können. Tief brannte er sich in meine Albträume ein. Ich kann nur hoffen, dass ich die Ulfung nicht in den Tod geschickt habe. Wie konnte mich Palamedes nur hierzu überreden? Um Himmels Willen, ich sollte doch eigentlich der Häuptling sein. Ich bin nicht so weit gereist, um nur Wölfe zu erschlagen. Wow. Nice. Was haben wir hier? Achso, was müssen wir eigentlich? Tomtehütten wieder, Draugar und Schädel. Kleinen Wichte wohnen hier also auch wieder. Die findet man auch gefühlt überall. Der Sieg wird meiner sein. Das Schlimme ist ja bei diesen dunklen Maps. Ich sehe so wenig, was so am Rand vielleicht stehen könnte. Das ist auf jeden Fall eine Hütte. Entkomme den Gifttranken. Toll. Jetzt bin ich also automatisch mal so gelaufen, wie es die Map vorgibt und habe den Rest dadurch nicht erkunden können. Das ist ja geil. Naja, okay. Schade, dass mir dieser Blitz bisher nicht geholfen hat, weil der immer dann kam, wenn ich ihn nicht mehr brauchte. Ach so, deswegen Giftwald, weil wir hier schon wieder Gift kriegen. Ja. Vor allem Giftwald, Gift tranken.
Hallo. Der Tod erwartet dich. Niemand stellt sich mir in den Weg. Wie, jetzt ist das Gift auf jeden Fall vorbei. Ach, da war wieder die Zone beendet. Okay. Ach, geh, bin ich auf den Sack, ey. Das Vieh macht gut Schaden. Mich würde mal interessieren, wie lange das aktiv bleibt. Danke, Schweinchen. Bis es stirbt. Okay, nein. Ich will jetzt einfach nochmal probieren, ob er nicht... Wo kommst du denn her? Ob wir nicht eventuell doch noch wieder da durchkommen. Das ist echt ärgerlich. Ich meine, ein normaler Mensch würde da durchkriechen oder drüber hinwegklettern, aber nein. Wir sind ja bloß eine mega starke Schildmaid, die kriegt das nicht hin. Ach, ein Sumpf. Wie habe ich ihn vermisst? Oh, eine große Krabbe. Ich bin nicht gerade beeindruckt. Und das hat jetzt mal wenigstens was gebracht. Was ist das denn? Ein Frosch, okay. So, okay. Ach du Scheiße. Danke, Wildschwein. Oh, da oben liegt ja noch was rum. Müssen wir gleich nochmal zurückgehen. So, na gut, dann machen wir an dieser Stelle in der nächsten Folge wieder bei der Spitze. Bedanke mich und bis dann.